Und herzlich willkommen zu Platz 39 meiner Top 100 Lieblingsfilme. Wer mag die X-Men-Filme? Ja, ich nicht. Aber der Regisseur, Bryan Singer, hat auch in meinen Augen bessere Filme gemacht. So muss ich zum Beispiel sagen, dass mir Valkyrie sehr gut gefallen hat. Auch wenn viele sagen, ja, war nicht so doll. Okay, da mag das mit Tom Cruise reinspielen, keine Ahnung. Aber sein bester Film ist mit Sicherheit Die üblichen Verdächtigen. Und um den geht's heute. Der Titel Die üblichen Verdächtigen ist ausgeliehen sozusagen vom Klassiker Casablanca, wenn ganz zum Schluss der Satz fällt, verhaften Sie die üblichen Verdächtigen. Ja, es geht um fünf Kleinkriminelle, sage ich jetzt mal, die von einem Obergangster namens Kaiser Sose eingespannt werden, etwas zu tun. Und zwar haben sie alle irgendwas getan, was ihm mehr oder weniger Schaden zugefügt hat. Also irgendwie haben sie irgendwas getan, was seine Pläne durchkreuzt hat, und dafür zieht er sie jetzt zur Rechenschaft. Er trommelt sie alle zusammen und ja, der ganze Film wird eigentlich in einer Rückblende erzählt, denn im Hafen sollte ein riesen Drogendeal stattfinden, aber das geht schief. Fast alle sterben, dabei nur zwei Leute, ich glaube nur zwei Leute überleben das Ganze. Einer von ihnen ist, ich habe wieder seinen Rollennamen vergessen, also gespielt von Kevin Spacey. Und der sitzt jetzt bei der Polizei und erzählt so diese ganze Geschichte, was da passiert ist. Und ja, wie gesagt, ne, fünf Gangster. Kevin Pollack. Das ist jetzt, genau, Steven Baldwin, Benicio Del Toro, Gabriel Byrne und Kevin Spacey. Ne, die fünf haben alle irgendwie was getan, unabhängig voneinander, was diesen Kaiser Sose, ja, was ihm nicht gefallen hat, um es mal so zu sagen. So, und er erzählt jetzt halt diese ganze Geschichte, wie die fünf zusammengekommen sind und was sie dann machen sollen und ja, und wie das Ganze dann halt endete. Ja, das Schlimme ist, ich kann jetzt nicht, also erstmal kann ich meine Lieblingsszene nur andeuten, ich kann sie nicht erzählen und ich kann auch nicht erklären, was an dem Film so genial ist, weil das erschließt sich leider alles logischerweise erst zum Ende, wenn man wirklich da sitzt und boah, so einen Vorschlaghammer in die Fresse kriegt. Also der ganze Film ist bis dahin sehr cool, ist sehr gut gemacht, aber dann zum Ende dann schlägt es einem wirklich direkt ins Gesicht und das ist dann schon sehr geil. Ich kann nur so viel verraten, also auch zum Beispiel, wenn es um den Punkt Lieblingsszene geht, dass die Szene, die ich meine, nahezu 1:1 bei Scary Movie, ja, bei dieser dusseligen Komödie Scary Movie nachgedreht wurde. Also das Witzige ist, ich kannte Scary Movie vorher und habe das immer als eine recht interessante Szene angesehen, ganz nett. Und dann irgendwann habe ich mal diesen Film gesehen und dann habe ich gesagt, wow, daher ist das und hier knallt das natürlich noch viel geiler. Der Film war so gut, dass beziehungsweise die Schauspieler waren so gut, dass Kevin Spacey 1998 meiner Meinung nach, ja, hier steht es auch so, seinen Oscar dafür bekommen hat als bester Nebendarsteller. Ich frage mich ehrlich gesagt, wieso der Nebendarsteller ist, weil er erzählt die Geschichte eigentlich. Theoretisch ist er der Hauptdarsteller, aber wahrscheinlich war er damals einfach noch nicht groß genug oder so, um als Hauptdarsteller durchzugehen. Mal gucken, zuerst genannt wird hier Steven Baldwin. Wieso auch immer. Ja, es ist wahrscheinlich alphabetisch geordnet. Ja, tatsächlich. Okay, weil Steven Baldwin ist definitiv nicht der Hauptdarsteller dieses Films. Ja. Wirklich, wirklich großartig. Aber wie gesagt, Lieblingsszenen ist echt ist das Ende, weil da erschließt sich einem so die ganze Geschichte und urplötzlich knallt es an allen Ecken und Enden und man ist wirklich, wow, wie gelähmt sozusagen. Also ne, macht mir noch immer eine Gänsehaut, selbst jetzt, wo ich es erzähle, wenn ich so darüber nachdenke. Leider ein eher unbekannterer Film, was wie immer schade ist, weil, ja, ich
Na gut, ist halt, wenn es einer meiner Lieblingsfilme ist, ne, ich mag den sehr und denke, der wird auch sehr vielen anderen gefallen. Nicht? Die Dialoge sind sehr kultig und ja, also die ganze Geschichte ist auch wieder was. Na gut, jetzt werden wieder viele sagen, ja, also das hat man doch auch schon tausendmal in der Art gesehen. Ich persönlich finde es ziemlich frisch. Vielleicht ist das auch nur, nachdem der Film rauskam. Nee, halt mal, Moment, jetzt sehe ich gerade, das muss 96 halt. Also, Columbia, ich muss mal sagen, das habt ihr aber echt schlecht gedruckt hier, weil wenn der Film von 95 ist, dann dürfte der Oscar wahrscheinlich nicht 98 vergeben worden sein. Also 95, also 96 ist der Oscar gewonnen. Ja, wie gesagt, also nachdem der Film rauskam, das wollte ich noch eben sagen, gab es mit Sicherheit wie immer viele Filme, die in dieser Art gedreht wurden. Nicht? Wie gesagt, Scary Movie hat ja einen Teil davon verarscht und er kam dann Jahre später raus. Nee, aber hat offensichtlich gesagt, wow, das ist sehr gut, das müssen wir mit aufnehmen. Ne? Das ist so eine Szene, die ist so kultig. Die brauchen wir auch. Ja, sind eigentlich viele bekannte Schauspieler dabei. Mehr wollte ich eigentlich nicht mehr sagen. So, das wäre es auch schon wieder gewesen für heute. In 3 Tagen geht es weiter und bis dahin bleibt mir immer noch zu sagen, ich sage ja zu deutschen Waffen. Ciao.